Wiesen ist ein kleines Dörfchen im solothurnischen Bezirk Gösgen mit nicht einmal 500 Einwohnern. Hier wurde 1972 das Haus von Durst und Johanna Frey gebaut. Jetzt, 40 Jahre später, war eine Dachsanierung fällig. Da die Dachkonstruktion für Tonziegel zu schwach war, musste eine leichte, aber zugleich robuste Lösung her. Deshalb entschied man sich für ein Präfa-Dach. Ich habe mich für das entschieden, indem ich eigentlich, ja, Feststellung gemacht habe, dass das lang hebt eigentlich. Präfa steht für Pressfalz und ist eine seit nun bald 70 Jahren bewährte, äußerst robuste Alu-Leichtbauweise für Dach und Fassaden. Der Spengler und Dachdecker Uli Roth ist schon seit 15 Jahren von den Vorteilen dieses Dachsystems überzeugt. Gerade bei Sanierungen, wie wir jetzt hier den Fall hatten, haben wir natürlich einen leichten Aufbau müssen haben. Und wenn man sieht, das ist ein Aluminiumdach, ist da auf den Nagelbinder montiert worden, ist das natürlich sehr ideal gewesen. Zudem, was ich den Vorteil sehe, ist natürlich, dass es ist ein Dach, eine Einheit. Das heißt, bei den Dachdurchdringungen haben wir keine Bleilappen, keinen Materialwechsel, sondern es ist ein rein Spenglerdach. Und das finde ich faszinierend am Ganzen. Wiesen ist auf 700 Metern gelegen und sehr hügelig. Das Wetter kann hier äußerst rau und stürmisch werden. In den höheren Gebieten, also in den höher gelegenen Gebieten, haben wir auch Windeinflüsse und so Sachen, Regen, Schnee. Und das Präfa-Dach ist natürlich extrem geeignet für das, durch das von der Montage her, dass sie immer ineinander hineingefalzt und ineinander hineingestoßen sind. Es ist das extrem sturmsicher, regensicher und auch von der Farbe her absolut, über Jahre hinweg absolut identisch. Ein Teil der Fassade war früher mit Holz verkleidet und in die Jahre gekommen. Die ideale Gelegenheit also, diese auch gleich zu erneuern. Was mich persönlich überzeugt, ist eben die ganze Einheit. Ein Material, ein Dach und alle Details sind super gelöst. Vom Spengler gemacht. Es gibt keine Schnittstellen von verschiedenen Handwerkern. Und das eignet sich ideal dafür, was wir hier gemacht haben. Natur, Hügel, Wind. Mit dem sturm- und wetterfesten Aludach ist man vor jeder Laune des Klimas geschützt. Jetzt müssen wir uns keine Gedanken mehr machen. Wenn wir starken Wind haben, können wir ruhig schlafen.